Ich möchte es immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder wiederholen. Gott will dich segnen. Er will dich nicht ein bisschen segnen. Er will dich nicht mittelmäßig segnen. Er will dich voll segnen. Wisst ihr, was das heißt? Voll. Voll heißt, es geht nicht mehr. Ja? Es geht nicht mehr als voll. Voll ist voll. Er will dir ein Leben voller Segen schenken. Und weißt du, wie er das tun will? Durch deinen Umgang mit Finanzen. Also, Daniel, also in der Kirche redet man nicht über Finanzen. Ja, redet man nicht. Die Bibel redet aber sehr viel über Geld. Und ich wäre als Pastor eigentlich nicht ein guter Pastor, wenn ich nicht die Themen, die so oft in der Bibel vorkommen, auch predigen würde. Und das Schöne für mich ist immer, das sind nicht meine Gedanken, das sind Gottes Gedanken. Und ich darf Kanal sein. Und ich wünsche mir für euch, dass ihr euer Herz aufmachen könnt für das, was Gott zu euch sagen möchte, was Gott heute zu euch sprechen möchte. Und weil wir nicht wollen, dass es nur bloße Theorie ist, haben wir einen Flyer entwickelt, der auch draußen ausliegt. Der heißt auch ein Leben voller Segen. Und da sind zum Beispiel einfach Tipps, wie du ein Budget machen kannst. Zigtausende Haushalte in Deutschland sind verschuldet, weil sie nie gelernt haben, gut mit den Finanzen umzugehen. Und wir wollen dir helfen, einfach mal dir Gedanken zu machen. Hey, was habe ich eigentlich für ein Budget? Was habe ich eigentlich monatlich an Geld da? Wie kann ich das sinnvoll budgetieren? Wie kann ich es einsetzen? Und wir ermutigen dich da in diesem Flyer auch, biblische Prinzipien anzuwenden, wo dir Generationen über Generationen über Generationen sagen können, dass sie funktionieren. Eingeschlossen mir. Ich habe vor ein paar Wochen gebetet, Gott, mein Handy ist kaputt. Nee, vor ein paar Monaten. Gott, mein Handy ist kaputt. Und ich brauche ein neues Handy. Ich habe keine Lust, so viel Geld auszugeben. Ich habe gebetet drum. 2 Stunden später sagt mir der Michael, du Daniel, ich habe daheim noch ein iPhone 6S haben, daheim rumliegen, das kannst du eigentlich haben. Und am Abend kriege ich noch ein Handy geschenkt, das meine Frau dann haben kann. Morgens gebetet und abends 2 neue, oder beziehungsweise 2 Jahre alte iPhone 6S. Ey, ich habe gedacht, wie krass ist das denn? Ich war total happy, total glücklich drüber. Und ich kann euch sagen, wenn ihr einfach so ein paar Prinzipien beachtet, Gott will dich segnen, er will dich voll segnen, er will dich beschenken. Und es sind noch ein paar andere Tipps, wie du gut umgehen kannst, wie du einkaufen gehen solltest, nicht hungrig einkaufen und so ein Zeug halt, ne? Was du an Versicherungen vielleicht mal abschaffen solltest, Brillenversicherung, brauchst du die wirklich? Und also ein paar Sachen, die sollen dir einfach in deinem Alltag helfen, weiterzukommen. Nehmt euch, und ich will auch das Buch hier nochmal empfehlen, das findet ihr auch am Ausgang, da geht es auch um das Thema, vielleicht reizt es dich ein bisschen, das ist ein Reizthema für dich, aber beschäftige dich doch nochmal damit. Du musst ja nicht direkt alles eins zu eins schlucken, sondern kannst dich einfach thematisch mal mit diesem Gedanken ein bisschen beschäftigen. Was sagt die Bibel über Finanzen? Wir machen auch ein Seminar dazu, wo du lernen kannst, wie kann ich ein Budget erstellen? Wie gehe ich gut mit meinen Finanzen um? Was ist sinnvoll zu investieren? In welche Aktien und Kapital und so weiter und so fort? Wir wollen dir helfen. 31.01. und 1.02. genau. Christina und Klaus, das sind Fachmänner im Finanzbereich, die werden dieses Seminar halten. Ich möchte mit euch heute darüber reden, wie könnt ihr, wie können wir gut investieren. Und ihr seht das ja schon, ich habe hier so ein paar kleine Säcke vorbereitet, da ist ein bisschen Saatgut drin. Das ist der Gedanke des Bauers, der auch investieren muss, etwas reinstecken muss in die Erde und dann auf Gesetzmäßigkeiten der Schöpfung vertraut. Sonne, Regen, Wärme und auf einmal passiert irgendwas aus diesem kleinen Korn, entsteht ein Halm, aus diesem Halm entsteht Frucht. Wir haben 4 Punkte, die wir uns anschauen wollen. Es geht alles um den Timotheusbrief, gut investieren, das ist das Unterthema von ein Leben voller Segen. Und hier nochmal Unterpunkte, es geht um mein Herz, es geht um dein Herz. Es geht um Arm und Reich heute, es geht um das Abenteuer geben und um den kurzsichtigen Weitblick. Lasst uns da mal einsteigen und lasst uns auch verstehen, wenn wir die Bibel lesen, dann offenbart mir Gott seine Sicht der Dinge. Und wenn ich anfange zu lesen, dann ist das wie ein Spiegel für mich. Ich sehe seinen Anspruch und meine Wirklichkeit. Und die Bibel, Gott ermutigt mich immer wieder, das an mein Leben zu legen und mich selber zu reflektieren und zu überlegen, was sind daraus resultierende Schritte für mein Leben? Was ist der nächste Step, den ich gehen kann? Und das Wichtigste, und das wurde letzte Woche auch schon gepredigt vom Per, der allererste und wichtigste Punkt ist, dass du eine Beziehung zu Gott hast.
Denn aus einer Beziehung zu Gott entsteht Vertrauen. Und aus Vertrauen entsteht irgendwann ein Wille. Und aus einem Willen entsteht irgendwann eine Handlung. Wir lesen manchmal die Bibel und denken, oh, ich muss das und das und das machen. Dann ist quasi nur der Anspruch da und ich muss das machen. Aber Gott geht es immer erstmal darum, Beziehung. Beziehung, Beziehung, Beziehung. Und aus Beziehung wächst Vertrauen. Und aus Vertrauen wächst ein Wille. Und aus dem Willen wächst die Entscheidung. So wie mit der Ehe. So wie mit der Freundschaft. Ich habe schon gesagt, wir beschäftigen uns mit dem Timotheusbrief. Und Timotheusbrief ist von Paulus geschrieben. Es war ein total starker, direktiver Leiter mit sehr viel Erfahrung. Der Timotheus war in einer Gemeinde, wo die Leute irgendwie gecheckt hatten. Die sind zum Glauben gekommen und haben aber gemerkt, ja, der Glaube, das ist ja ein trächtiges Geschäft. Da lässt sich Geld mitmachen. Das ist lukrativ. Und diesen Menschen tritt er so ein bisschen entgegen mit diesen Anweisungen. Und ich ergänze, erklärt auch noch zusätzlich, wie die Menschen mit ihren Finanzen umgehen sollen. Mit welcher Motivation, mit welcher Haltung sie mit Finanzen umgehen sollen. Und ich glaube, dass wir ein Leben voller Segen erfahren können, wenn wir ein paar Prinzipien, ein paar Anweisungen beachten. Wie gesagt, der erste Punkt ist meine Beziehung zu Gott, mein Herz. Das ist dieses kleine Säckchen mit dem Herzsaal drauf, gell? Da sind ein paar Saatkörner rein. Saat muss in die Erde, Saat muss investiert werden, sonst werde ich niemals Frucht erleben aus dieser Saat. 1. Timotheus 6, Vers 6, da sagt der Paulus zum Timotheus, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Was heißt denn das jetzt? Gottesfurcht, also Angst vor Gott muss ich haben. Nein, das habe ich auch immer gedacht, Gottesfurcht. Gottesfurcht ist eine Herzenshaltung, die verstanden hat, ich bin Geschöpf und da gibt es einen Schöpfer. Ich lebe, weil er das wollte. Ich bin kein Zufall und ich anerkenne seine Macht und Autorität. Ich öffne mich ihm. Ich öffne mein Leben für seine Gegenwart. Ich öffne mich für seinen Willen, für mein Leben, der immer und immer und immer gut ist. Wisst ihr, woraus Gottes Furcht entsteht? Aus einem offenen Herzen. Für Jesus, aus Beziehung zu Jesus. Das kannst du nicht aus dir selber produzieren. Verbring Zeit mit Jesus. Stärke dein Herz in ihm. Nun, also es heißt da, eine Bereicherung ist es, wenn wir gottesfürchtig sind. Okay, Gott, du bist Schöpfer und ich will auf jeden Fall reich werden, ja? Und es ist total gut, reich zu werden. Und wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Ich wusste, da ist irgendein Haken dran. Ich weiß nicht, ob ihr euch selber mal beobachtet habt oder einfach allgemein Menschen. Der Mensch neigt ja dazu, wenn er etwas erreicht hat, das als selbstverständlich zu halten. Und dann das Nächste anzustreben. Immer mehr haben zu wollen, tendenziell. Man denkt, oh, das steht mir zu als Deutscher, ne? Krankenversicherung und die Klamotten und alles, was ich so, das steht mir zu, da habe ich ein Recht drauf. Mach mal die Augen zu kurz. So, jetzt weißt du, was dir zusteht. Das kannst du wieder aufmachen. Und alles, was du jetzt siehst, ist Geschenk. Alles, 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 alles. Du darfst es entwickeln. Du darfst das vervielfältigen. Du darfst da was rausholen. Nur das will Gott. Er will dich reich machen. Vielleicht nicht unbedingt finanziell, aber er will dich reich machen. Und ich will euch heute zeigen, dass es gar nicht so sehr auf den Kontostand ankommt. Was ist Genügsamkeit? Genügsamkeit ist eine Herzenshaltung. Und die bedeutet, mit dem zufrieden und glücklich zu sein, was ich habe. Und das fängt damit an, dass du morgens sagst, danke Gott für das Leben, was du mir geschenkt hast. Danke, dass ich atmen kann, dass ich riechen kann, dass ich schmecken kann, dass ich sehen kann, dass ich laufen kann, dass ich handeln kann, denken kann, fühlen kann. Damit fängt Gottesfurcht an. Damit fängt Genügsamkeit an. Und das macht dich reich, weil du dann auf einmal deinen Blick fokussiert hast auf das, was du hast und nicht auf das, was du nicht hast. Heißt nicht, dass du nicht Ziele haben darfst und dass es auch gut ist, Ziele zu haben, die zu erreichen. Aber die Motivation hinter meinen Zielen, also meine Herzenshaltung, das ist entscheidend. Ob du, wenn du die Ziele erreicht hast, wirklich dich reich fühlst oder nicht wirklich reich fühlst. Ob du dann, wenn du es erreicht hast, wieder mehr brauchst und denkst, da ist dann Reichtum. Wenn ich 1 Million erreiche, wenn ich 2 Millionen, wenn ich, keine Ahnung, 10.000 erreiche, dann fühle ich mich besser. No way. No way. Reichtum. Eine innere Haltung wird durch was ganz anderes produziert, Genügsamkeit.
C.H. Spurgeon war ein Baptistenprediger. Ich habe gar nicht geschaut, wann er gelebt hat. Auf jeden Fall, da gab es auch keine Mikros, der hat zu tausenden Leuten geredet. Und der hat gesagt, es geht nicht darum, wie viel wir besitzen, sondern wie viel wir genießen. Das sorgt für Glücksgefühl, für Reichtum. Ich glaube, derjenige, der anfängt, das, was er hat, zu genießen, der fühlt sich reich, unabhängig von Kontostand, Kapitalanlagen, Immobilien, Auto und was auch immer. Ein Leben voller Segen, ein Leben, wo ich lerne, mit dem, was ich habe, gut umzugehen, hat mit einer Herzenshaltung zu tun, die verstanden hat, dass alles, und sagt mal mit mir zusammen, alles, dass alles, was ich habe, ein Geschenk ist. Alles. Wie gesagt, Augen zu, dann weiß ich, was ich habe, ne, was mir zusteht, worauf ich ein Recht habe. Und wenn ich die Augen öffne, dann merke ich, wow, alles andere ist Geschenk. Alles andere ist Geschenk. Der Tipp unseres Flyers: Geh doch mal zu Hause deine Wohnung durch. Was brauchst du davon wirklich? Fang doch mal an, mit einem offenen Herzen da durchzugehen und sagen, was habe ich im letzten Jahr nicht gebraucht und wo kann ich Menschen eine Freude machen, die es mehr brauchen als ich? Wo kann ich hingehen und Menschen segnen dadurch? Vielleicht fragst du dich, brauche ich jeden Tag Fleisch? Vegetarischer Tag pro Woche vielleicht mal? Brauche ich das neueste Handy, das teuerste Handy, um gut dazustehen vor den Kollegen? Brauche ich das oder brauche ich es nicht? Kann ich was einsparen? Kann ich das, was ich habe, oder bin ich davon abhängig von dem, was ich habe oder nicht? Auch ein Tipp, wenn du was Neues haben willst, warte erstmal 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen und prüf, brauche ich es wirklich? Kann ich es gebraucht bekommen? Kann ich es mir ausleihen? Brauche ich es in dem Monat überhaupt noch? Ich hatte nur einen kurzen Wunsch gehabt, es zu haben. Aber ich habe eigentlich gemerkt, ich brauche es gar nicht. Das ist dein Leben, das ist doch dein Alltag. Und ich kenne das. Ich habe so viel Zeug rumstehen, was ich seit 1 Jahr, 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren nicht angerührt habe. Und ich denke mal, euch geht es ähnlich. Genuss dessen, was ich habe, kombiniert mit dem Wissen, es kommt alles von Gott, das ist ein Leben voller Segen. In Vers 7 heißt es, denn wir haben nichts in diese Welt hineingebracht. Sagt mal mit mir zusammen, denn wir haben nichts in diese Welt hineingebracht. Wie viel? Nichts. Und es ist auch klar, wo bin ich? Ach, das ist ganz schlecht, ganz unprofessionell, sowas. Und es ist auch klar, stimmt, dass wir auch nichts, wie viel? Nichts, nichts hinausbringen können. Du bist nackt auf die Welt gekommen, du wirst nackt herausgehen. Nichts kannst du mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Das spricht natürlich wieder gegen den Fastentag, ne? Es geht nicht darum, wie viel wir besitzen, sondern ob wir das, was wir haben, genießen. Ich investiere in meine Zufriedenheit, in meine Herzenshaltung, wenn ich mir darüber bewusst werde. Wenn es mir klar ist, ich will Zeit mit meinem Schöpfer verbringen, weil diese Zeit offenbart mir, wer ich bin und dass ich alles, was ich sehen kann, eigentlich nur geschenkt habe. Das zeigt mir das. Was ist mit Arm und Reich, Reich und Arm? Der nächste Punkt. Paulus gibt dem Timotheus, seinem Azubi, einige Tipps und er soll den Umgang mit den Menschen einiges weitergeben von Paulus. Und dort waren, wie hier auch, erfahrene, gestandene Männer und Frauen, ja, aus der Selbstständigkeit heraus, Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, Sklaven, Hausfrauen, verschiedene Nationalitäten. Und Paulus hatte sehr viel gesehen, hatte sehr viel Erfahrung und gibt diese Lebenserfahrung an Timotheus weiter. Und er hat Folgendes beobachtet. Er sagte zu Timotheus, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und törichte und schädliche Begierden. So ein altes Wort, Begierde. Ja, aber da kommt wieder dieses gierig vor. Ne? Fallen in schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Paulus' Beobachtung war die, Menschen, die reich werden wollen, aber auch nicht genügsam sind, also nicht zufrieden sind mit dem, was sie gerade haben, die bringen sich selber in katastrophale Zustände, unabhängig von ihrem Kontostand, von ihren Immobilien, unabhängig davon. Sie werden sich niemals reich fühlen, egal wie viel sie haben.
Und die geistliche Deutung dahinter, die setzt Paulus direkt nochmal nach. Weil er baut immer aufeinander. Ja? Er sagt, hey, als Wichtigstes das erstmal. Gottesfurcht und Genügsamkeit, das ist der erste Punkt. Aber dann mach auch weiter, dann geht's weiter halt. Ne? Dann hier, reich und arm, welche reich werden wollen die Menschen, die fallen in Versuchung. Pass auf, Timotheus, sie fallen in schädliche Begierden. Warum erkläre ich dir? Weil die Geldgier eine Wurzel allen Bösen ist. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Ja, danke, Daniel. Also wegen so einem Bibeltext bin ich jetzt nicht in den Gottesdienst gekommen. Ich wollte hier auferbaut werden. Ja? Ah, ja, immer so Gier und was nicht alles und abgeirrt und Schmerzen. Gar nicht auferbauend. Ihr Lieben, wenn wir das ernst nehmen, was Gottes Wort sagt, das dient uns immer zum Segen. Immer, 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 immer. Und für mich ist wichtig, diesen Verstand zu haben, die Geldgier ist eine Wurzel allen Bösen. Wenn du ein Unkraut in deinem Garten hast und du reißt nur die Blätter ab, das dauert nicht lange, dann kommt es wieder raus. Also diese Geldgier, die produziert Schädliches für dein Leben. Die produziert permanent Schädliches, wenn du nicht an der Wurzel anpackst. Manche haben als Motivation, Herzenshaltung, ich will reich werden, ich will. Und das ist eine gierige Haltung, eine niemals genügsame Haltung. Gott will dich reich machen, er will dich zu einem Millionär machen. Aber vielmehr noch will er, dass deine Herzenshaltung dabei stimmt. Weil die viel mehr darüber entscheidet, wie reich du dich wirklich fühlst. Das, was Gott in dir tun möchte, ist immer viel wichtiger als das, was er durch dich tun möchte. Weil das, was in dir ist, wird eines Tages im Himmel wiedergefunden werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt ja Fußballer und die Fußballer haben irgendwie ein anderes Einkommen als wir Durchschnittsbürger. Und wenn wir uns vergleichen würden, jetzt zum Beispiel mit Antoine Griezmann, der verdient monatlich 3.300.000 Euro, Stand 2018. Ich nehme an, durch Inflation und so Probleme hat er jetzt noch ein bisschen mehr, also der muss ja ein bisschen, ne, nicht, dass er Probleme bekommt, nicht mehr genug zu haben. Wenn du so dein Gehalt mit ihm vergleichst, denkst du, oh, ich bin bettelarm. Ja, 3.300.000 Euro, Werbeeinnahmen gar nicht reingerechnet, nur dass er von seinem Verein bekommt. Wenn du dich mit Ronaldo vergleichst, 4.700.000 Euro. Hör mal, ein Haufen Leberkassemmel, gell? Oder Lionel Messi, hör mal, der kann sich einen ganzen Leberkassemmel-Wagen kaufen, ja? 8.300.000 Euro, oh Gott, ich bin so bettelarm. Und dann die ganzen Werbeeinnahmen, die er noch bekommt. Reichtum ist so subjektiv und das Gefühl Reichtum und Armut ist so subjektiv. Sind es für dich äußere Kennzahlen, Statistiken, deine Kontohöhe, die Menge deiner Depots oder Immobilien, die dieses Gefühl von Reichtum geben? Ich kann dir sagen, du gehörst zu den 15% der reichsten Menschen auf dieser Welt, wenn du fließendes Wasser zu Hause hast. Wow. Wenn du ein Dach über deinem Kopf hast, wenn du ein bisschen Geld in deinem Portemonnaie hast, wenn du ein eigenes Konto hast, wenn du krankenversichert bist, zu den 15% der reichsten Menschen der Welt. Und wenn du dann noch ein Seepferdchen gemacht hast, dann gehörst du zu den 2% der reichsten Menschen der Welt. Ich sag's dir, wir sind so reich als Deutsche und vergessen das manchmal. Wenn wir natürlich nur unser Gehalt mit dem von Griezmann, Antoine und Ronaldo vergleichen, Griezmann, Ronaldo und Messi vergleichen, dann denken wir, oh meine Güte, sind wir arm. Und an uns schreibt Paulus Folgendes. Er schreibt, den Reichen in der jetzigen Zeit gebiete, oh, ich lasse mir nicht gern was gebieten. Was hast du mir zu sagen? Ja? Denke ich mir, was hast du mir zu sagen? Du bist doch kein Deut besser. Und ihr Lieben, wenn ich das so sage, ich sitze mit euch im gleichen Boot. Ich habe die gleichen Herausforderungen. Ich habe volles Verständnis für, dass man sich nicht wohlfühlt, wenn jemand sagt, ich gebiete dir. Er sagt trotzdem, ist ihm egal, dem Paulus, was die Leute sagen und denken, was ich sage und denke. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete nicht, hochmütig zu sein und auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Wie liest du deine Bibel, lieber Zuhörer? Ja, genau, hier stand das, genau.
die Reichen, der Griezmann, ja, der Ronaldo und der Messi, die müssen das hören jetzt hier, was der Paulus sagt. Ne? Das gebietet natürlich der Paulus denen. Nein, das gebietet er uns. Wir gehören zu den 15% der reichsten Menschen dieser Welt. Wie lese ich das jetzt, wenn ich das höre? Das müssten die anderen hören? Lese ich es verurteilend? Oh Gott, oh nein, und ich bin doch so schlecht und so böse. Bitte nicht. Oder lese ich es als, wow, Gott, danke, dass du mir das sagst. Danke, dass du mir hilfst. Danke, dass du mir was gebietest, was zum Segen für mein Leben werden soll. Und da kommt es wieder drauf an. Habe ich diese Beziehung zu Gott gebaut? Weil nur wenn die Beziehung zu Gott als Erste steht, wenn das Herz die richtigen Motive hat, dann kannst du sowas lesen und dich daran freuen und sagen, Gott, danke, dass du mir gewarnt hast davor, nicht auf falsche Wege zu geraten. Reichtum ist unbeständig, heißt es da. Worauf setzt du deine Hoffnung und dein Vertrauen? Wer die Wirtschaftsnachrichten liest und hört, oh, ich bin reich, oh, ich bin arm, oh, ich bin reich, ich bin arm. Ja? Oh, ich verliere wieder so viel Tausend oder Millionen oder keine Ahnung. Oh. Also das kann einen ganz schön in Stress versetzen, wenn ich darauf mein Vertrauen setze. Wenn ich in Aktien anlege, hey, super, mach das. Wenn du Geld übrig hast, das kommt auch alles in diesem Ding vor und auch bei dem Seminar. Ja? Aber wenn ich darauf mein Vertrauen setze, das ist nicht gut für meine Seele. Das ist nicht gut für meinen gefühlten Reichtum. Hier heißt das, sondern wir sollen unser Vertrauen auf den lebendigen Gott richten, der uns ein bisschen gibt zum Genuss. Alle einverstanden? Halleluja. Gott gibt uns nur ein bisschen. Nein, genau. Der uns manches gibt. Der uns ein bisschen mehr als alles gibt. Der uns alles, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Gott ist einer, der es gut meint mit seinen Kindern. Und das, was du hast, er wünscht es sich, dass du es genießen kannst. Dass du deine Atmung genießen kannst, deine funktionierenden Arme und Beine genießen kannst. Dass du das, was er dir gegeben hat, genießen kannst. Dass du in diesem Land lebst, dass du das genießen kannst. Dass du dir bewusst wirst, wie reich du beschenkt bist. Er will, dass du genießt. Lass dich auf diesen schenkenden Gott ein. Pass auf dein Herz auf. Hochmut und Unzufriedenheit, Undankbarkeit, Vergleichen wirkt sich zerstörerisch auf deinen Reichtum aus. Es geht nicht darum, wie viel du besitzt, sondern wie viel du genießt. Das sorgt für dein Glücksgefühl, das sorgt für dein Reichtum. Für meinen genauso. Ich bin so schnell versucht, auf meinen Kontostand zu gucken. Gott, danke jeden Morgen. Gott, danke für das Leben. Danke, dass ich riechen, schmecken, fühlen, hören, atmen kann. Und du gehst in deinen Job rein, in die Uni und was auch immer. Und du bist reich. Und Leute denken, ey, was ist mit dem los? Der hat verstanden, wie reich er ist. Er hat verstanden, wie viel er geschenkt bekommen hat. Es sind Schritte, die Gott mit uns gehen möchte. Er möchte uns in Beziehung holen. Er möchte uns klar machen, wie reich wir beschenkt sind. Und er möchte uns zu einem Abenteuer herausfordern. Wenn wir so reich beschenkt sind, dann glaube ich, möchte er uns ermutigen, auch andere zu beschenken. Nicht das alles für uns zu behalten, sondern anzufangen zu geben. Gott ist nicht realistisch, beziehungsweise Gott hat uns nicht dazu berufen, realistisch zu sein, sondern übernatürlich. Gott hat uns dazu berufen, seine Werke zu tun, heißt in der Bibel. Gott hat uns dazu berufen, seinem Wesen ähnlicher zu werden. Aber wie ist denn sein Wesen? Er ist ein verschwenderisch gebender Gott. Hast du mal die Natur beobachtet? In irgendeiner kleinen Pupsstraße, in irgendeiner Ecke, wo nie jemand hinkommt, wachsen die schönsten Blumen. Ja, wofür denn? Die sieht doch kein Mensch. Was hat denn das für einen Sinn? Gott macht die Blumen so schön. Es kommt halt der Winter und dann fallen Schneeflocken Milliarden runter und jedes einzelne Kristallbild. Ja, wofür denn bitte schön? Und dann kannst du weiter in der Schöpfung beobachten und denkst, wow. Wenn du die Augen dafür offen hast. Wenn du blickst, wie schön und gut alles ist, was Gott dir geschenkt hat.
Und er möchte dich seinem Wesen ähnlicher machen. Er möchte das wegnehmen, was dich behindert, was diesen Segen behindert, was dich behindert zu investieren. Investition. Du siehst nicht sofort die Auswirkungen, wenn du ein Samenkorn in die Erde steckst, aber irgendwann kommt die Ernte. Er hat dir die Fähigkeit gegeben, zu denken, zu fühlen, zu handeln, zu erschaffen, zu kreieren. Und er will dir helfen, seinem Wesen immer ähnlicher zu werden, mit diesen ganzen Fähigkeiten einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Ich glaube, er will das dadurch tun, wie du mit deinen Finanzen umgehst. Weil kein Bereich oder kein Thema betrifft so sehr alle Bereiche unseres Lebens wie Finanzen. Das hat, jeder Bereich unseres Lebens hat irgendwie damit zu tun. Und daran können wir sehr schnell sehen, wo ist unser Herz, wie ist unsere Haltung zu unseren Finanzen und was soll ich eigentlich damit machen? Wozu bin ich eigentlich da auf dieser Welt? Ich glaube, du bist da, um Abenteuer mit Gott zu erleben in diesem Bereich. Um nicht den Durchschnitt zu leben, sondern dich darauf einzulassen, zu sagen, Gott, was willst du mit meinem Leben? Was willst du mit dem, was du mir gegeben hast? Ist dein Christsein langweilig geworden? Aber du hast Beziehung mit Gott und hast verstanden, ich bin reich beschenkt. Aber vielleicht fordert dich heute Gott heraus, mein Abenteuer einzulassen, zu sagen, Gott, wo sind die Menschen, die das brauchen, was ich habe? Wo kann ich zum Segen werden für andere? Wo kann ich das, was ich habe, teilen? Und genau darauf geht Paulus an. Er sagt zu Timotheus, ermahne sie, wen? Die Reichen, wir, Ingolstädter, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihr Besitz mit anderen zu teilen. Ich sage euch eins, wenn diese Welt eines braucht, wenn diese Stadt eines braucht, dann ist es das Evangelium von Jesus Christus. Diese hoffnungsvolle Nachricht, dass Jesus auf diese Welt kam und sich selber hingegeben hat. Verschwendet hat er sich an uns. Diese Welt braucht nicht irgendwelche mordspompösen, kirchenpolierten Böden und vergoldeten Wasserhähne. Sie braucht Menschen, die freigesetzt sind, zeitlich, kapazitätstechnisch freigesetzt sind, um in dieser Welt dieses Evangelium in jede kleine Ecke hineinzutragen. Und dafür will ich das, was Gott mir gegeben hat, immer, immer, immer wieder investieren. Und ich bin mit euch auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich muss immer wieder schauen, Gott, sind meine Motive richtig? Bin ich dran an dir? Oder mache ich das einfach nur, weil ich es machen soll, weil ich denke, ich bin dazu gezwungen? Habe ich verstanden, wie reich ich wirklich bin? Habe ich verstanden, wie wenig ich eigentlich brauche? Nahrung und Kleidung. Und das mit Genuss führt zu Genügsamkeit. Und das führt zu einem inneren Reichtum. Habe ich verstanden, dass ich einen Unterschied in dieser Welt machen kann? Ein Abenteuer mit Gott erleben kann? Und es kommt nicht auf die Menge an, die du investierst. Es kommt auf die Haltung an, mit der du investierst. Gott braucht unser Geld nicht. Er braucht es nicht. Aber er nutzt unser Geld, um an uns zu arbeiten. Davon bin ich überzeugt. Und das ist ein Abenteuer, ihr Lieben, für mich und für meine Frau immer wieder ein Abenteuer. Gott, wie viel sollen wir geben? Wie viel sollen wir investieren in Menschen? Wie viel sollen wir hinausbringen in dieser Welt? Und ich möchte noch viel mehr erleben. Ich möchte noch viel mehr erleben, als ich bis jetzt erlebt habe. Und was ich auch gemerkt habe, es ist so wichtig, einen kurzsichtigen Weitblick zu entwickeln. Einen kurzsichtigen Weitblick, was meine ich damit? Hier ist das Auge drauf, auf diesem Beutel. Ich bin kurzsichtig. Das heißt, ich sehe alles, was auf kurzer Distanz ist, scharf und klar. Sobald ich weiter wegschaue, wird es unklar und unscharf. Und das ist ein Bild für unser Leben. Wir sehen die Dinge, die jetzt um uns herum sind, scharf und klar. Aber sobald wir weiter wegschauen, in die Zukunft schauen, wir können es nicht sehen. Und jetzt können wir anfangen, in quasi Investmentfonds und so weiter unser Vertrauen zu setzen. Wir können anfangen, in falsche Dinge unser Vertrauen zu setzen, aber die schlussendlich uns nicht wirklich das geben, wonach wir uns in unserem Herzen sehnen. Oder wir können anfangen, einen kurzsichtigen Weitblick zu entwickeln, weil wir eine Beziehung mit Gott gepflegt haben, weil wir verstanden haben, wie reich wir sind, weil wir verstanden haben, dass unser Reichtum nicht nur für uns selber da ist, sondern dass Gott uns auffordert zu teilen. Und hier heißt es weiter in diesem Bibeltext, ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Hier und jetzt sähe ich etwas hinein in diese Bereiche, in diese Punkte, in diese Themen und ich sehe jetzt nicht sofort etwas.
Aber mit diesem geistigen Blick, der in die Zukunft schaut, weiß ich, ich habe mir damit etwas geschaffen, was eines Tages Frucht bringen wird und Frucht bringen wird und Frucht bringen wird und Frucht bringen wird. Ein Samenkorn produziert 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 neue Samenkörner. Ein einziges. Ich möchte dich ermutigen, dich auf Gott einzulassen, auf die Beziehung mit ihm. Ich möchte dich ermutigen, dass du verstehst, wie reich du bist, unabhängig vom Kontostand oder irgendwas. Ich möchte dich ermutigen, dass du anfängst, wirklich Gott was zuzutrauen, dass er dich versorgen wird mit allem, was du brauchst. Zu schauen, wo sind Menschen, die ich unterstützen kann? Wo gibt es eine Vision, an die ich mich klammern kann? Ja, ich möchte, dass alle Menschen Gott kennenlernen. Ich möchte, dass sie ihn und seine Liebe kennenlernen. Ich werde da rein investieren. Und dass du verstehst, dass du nicht immer alles sofort siehst, sondern dass in dir ein Weitblick wachsen muss. In mir auch. Amen, sage ich jetzt erstmal. Ihr könnt jetzt noch eine halbe Stunde reden, aber dann schlaft ihr ein. Und das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Ich möchte euch bitten, dass ihr meine Augen einfach mal zumachen. Ich glaube daran, dass jeder auf einer Reise mit Gott ist. Und dass es Gott vor allem anderen darauf ankommt, eine Beziehung mit dir zu haben. Dass aus dieser Beziehung Dinge entstehen, die dich seinem Wesen ähnlicher machen. Mach dir doch kurz mal Gedanken, an welchem Punkt stehe ich von diesen Vieren, die ich genannt habe. Fühle ich mich permanent arm, unabhängig davon, wie viel ich habe, weil ich falsche Ziele, falsche Prioritäten aufs Falsche gesetzt habe. Ich alles für mich behalten und gleichzeitig bin ich frustriert, dass mein Leben so ein bisschen langweilig geworden ist als Christ. Kriege ich Panik, weil ich nur quasi das im kurzen Blick sehe? Oder bin ich ganz vertrauensvoll, weil ich weiß, das kommt. Die Ernte kommt immer, wenn man sät, die kommt. Diese Prinzipien funktionieren. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich möchte diejenigen, die jetzt beten, nach vorne bitten, wir wollen dich segnen. Segnen bedeutet Gutes aussprechen über jemand anderen. Sie wollen dir Gutes aus der Bibel zusprechen. Und wir haben hier den Marco, wir haben den Manfred und Alexandra, wenn ich dich bitten dürfte, hier auch nach vorne zu kommen. Die Männer stehen für die Männer bereit, die Frau steht für die Frau bereit. Sie können einfach zu ihnen kommen, sie wollen euch segnen. Und diese Säcke hier, die werden nachher hier vorne stehen. Und ihr könnt gerne nach dem Gottesdienst einfach kommen und euch ein bisschen was von diesen Säcken rausnehmen. Je nachdem, wo ihr gerade steht, an welchem Punkt ihr euch gerade befindet, um irgendwas Visuelles zu haben, was euch an diese Botschaft erinnert und die euch herausfordert, wirklich Schritte des Glaubens zu machen. Dankeschön.